Also im Handel kriegst du das endgefertigte Produkt, dann eben schon die geröstete Kaffeebohne. Die Kaffeekirsche ist ähnlich wie beim Wein, ist eine Kaffeekirsche, je nach genetischer Varietät wird die entweder rot oder gelb, wenn sie reif ist. Die wird gepflückt und die Kirsche wird aber runtergepulpt, also entpulpt. Dann hast du noch eine Fruchtfleischreste drumherum und wenn du die auch noch runternimmst und das Pergamino drumherum unternimmst, dann kommt die Rohkaffeebohne raus. Und wenn man die röstet, dann kommt es zum gerösteten Kaffee, der im Handel verkauft wird. Kaffee. Beides. Äthiopien. Sehr schwer zu sagen, das geht nicht, das kann man nicht sagen. Mit Barack Obama. Hängt davon ab, ja. 3 bis 5, teilweise auch 7, 8. Unser äthiopischer Kaffee ist aber natural, also trocken aufbereitet. Und die Kaffeefrucht bleibt da sehr lange mit der Kaffeekirsche in Kontakt, sehr, sehr lange. Und das führt dann zu einem Kaffee, der sehr viel Body, also sehr viel Kraft, Fülle hat und auch eine angenehme, fruchtige Note. Und das gefällt mir.